Noch liegt sie da. Ich frage mich, ob ich das alles wieder anschalten kann. Noch liegt sie da. Ist egal. Lassen wir mal so. Gucken wir mal, was passiert. Ich bin einfach neugierig. Ich hoffe, ich habe es mir nicht selbst verbaut. Na, sieh mal eine an. Okay, das Monster ist weg. Und obwohl ich die Sicherung alle wieder reingemacht habe, ist der Strom auch weg. Wahrscheinlich ist einfach das Ding jetzt aus. Und hier ist immer noch nichts los. Ach nee, komm schon. Wie groß kann denn so ein Krankenhaus sein? Irgendwo hier muss doch was sein. Okay, das scheint eine Küche zu sein. Ein Pieper. Können wir nicht nehmen. Ist nur Deko. Aber wir sind in einem Krankenhaus. Davon zeugt der Pieper. Scheint das Schwesternzimmer zu sein. Aber trotzdem liegen hier überall Dosen rum. Ausgang! Okay. Downstairs ist uns leider verbaut. Das heißt, wir können nur hoch. Und der Schimmel nimmt Überhand hier. Ich will dieses Krankenhaus natürlich sofort dicht machen. Sie sind schon dabei, es dicht zu machen. Okay, wir kommen immer näher. Aber das ist ja nur der Anfang, wie uns gesagt wurde. Stand da gerade was? Vielleicht kommt eh wieder ein Monster. Endlose Gänge. Einfach nur endlose Gänge. Ja, habe ich schon bei Araya gesehen. Was, Araya? Ich habe trotzdem ein bisschen Angst. Ist da ein Lichtstrahl am Boden? Ich gehe einfach mal weiter. So schlimm wird es nicht werden. Hoffe ich. Bestimmt nicht. Lass die scheiß Taschenlampe an. Okay, Tür 1, 2 oder 3. Wir nehmen die Tür oder wir nehmen... Nein, wir nehmen nur die Tür. Okay, up oder down. Ich würde sagen, wir gehen weiter hoch. Auch wenn wir runterkommen könnten. Da geht es nur eine Etage. Ich gucke trotzdem mal eben unten. Tut mir leid. Der Drang zu entdecken. Vielleicht müssen wir doch nach unten. Ich glaube nicht. Hier hätten sie ja ruhig mal ein Easter Egg hinbauen können. Da habe ich mich extra auf den Weg gemacht, runter zu latschen und dann sowas. Jetzt kann der Typ auch noch Sport machen hier und die ganzen Treppen hochjagen, der Arme. So, hier geht es aber definitiv nicht weiter. Die Krankenhausmitarbeiter sind auf einem Streik und haben einfach mal Betten platziert. Mann, diese Bumm-Sounds. Warum hängen die Telefone so hoch? Bin ich auf einmal geschrumpft? Okay, whatever. Wir gehen weiter. Speichern! So schlimm kann es ja nicht werden. Links, rechts. Gehen wir in die Richtung. Scheint die Kinderabteilung zu sein. Abteilung. Station natürlich. Die Kinderstation. Abraham Lincoln, Midway. Free Puppy. Okay. Suchen, tauschen, wohnen oder so.
Was? Es wird dunkel. Ja, ich verstehe, es wird dunkel. Okay, wo? 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 Kommen wir nicht rein? Ich höre einen Generator oder so. Da sind wir, glaube ich, rausgekommen. Na, das scheint aber schon länger verlassen, wa? Geht da jetzt rein? Da geht's rein. Hier ist wirklich die Kinderstation. Okay, die Kinderstation. Kann ich vielleicht meine Tochter hier finden? Ah. Ich hasse das. Warum sind hier überall Fernseher in jedem... In jedem Zimmer. Yeah, Puppen. Ich lasse trotzdem die Waffe gezückt, nur für den Notfall. Irgendwie wusste ich das. Ich wusste es. Schön, jetzt haben wir das Auge am Fernseher aktiviert. Alter, was? Oh, Flashing Lights. Okay, zwei weitere Kugeln. Jetzt sind wir wieder richtig gut versorgt. Das schreit auch quasi nach einem Endgegner. Kommen wir nicht raus? What the fuck? What the fuck? Okay. What the fuck? Okay, ist wieder alles normal. Wo soll ich denn jetzt hin? Es speichert wieder. War hier schon vorher auf? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, da gehen wir doch mal da rein. Warum nicht? Sehr kinderfreundlich hier. Jeder möchte sein Kind hier abliefern, oder nicht? Bei Dr. Hippo? Oh. Oh. Ist hier ein Brand gegeben? Feuer? Es ist so unscharf da hinten. Man macht ja immer energisch die Tür auf. Ich frage mich gerade, ob wir hierher gekommen sind. Scheint aber immer noch Kinderabteilung zu sein, soweit. Ich sag mal Abteilung. Station. Station meine ich natürlich. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Irgendwie, wenn man einmal schießt, ist die Waffe weg. Dann muss man die erst wieder ziehen oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Oder ich habe auf Q gedrückt. Rest before every encounter. Ach ja, bla 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 bla. Okay. Resten wir mal. Das war ja hier irgendwo. Okay. Wir wussten ja, dass es kommt. So. Oh, mein Schatten. Haben wir schon? War das verkohlte Kind? Die verkohlte Puppe? Ja, hier waren wir schon. War der hinter uns? Quasi? Okay. Hier sind wir wieder in dieser Schwesternstation. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwie was finden können.
Da sind wir rausgekommen. Ah, Nase juckt. Ich kann so nicht weiterspielen. Ich habe das Gefühl, hier wiederholt sich alles. Gerade so ein bisschen. Bin mir nicht sicher, ob sich hier alles wiederholt. Oder ob ich mich einfach nur verlaufen habe. Oder ob ich gerade zurückgehe. Okay. Hier rennt auf jeden Fall so einiges rum. Warte mal, wir sind zurück. Ich glaube, das ist falsch. Wir hätten, glaube ich, hier weitergehen müssen. Wo wir hier auch hingekommen sind. Es ist einfach zu groß. Es ist einfach zu groß. Wir können quasi da den Weg nochmal zurückgehen. Aber ich glaube, wir müssen hier ins Licht. Ich hoffe ja immer noch, dass hier irgendwie... dass hier irgendwie Munition rumliegt oder so, weil wir vielleicht noch welche brauchen werden. Aber warum sollte auf einer Kinderstation noch Munition rumliegen? Das gibt ja irgendwie keinen Sinn. Aber hier ist so schön hell, deswegen hoffe ich einfach mal, dass hier... dass hier wieder rausgeht. Weil ich jetzt meine Familie treffe oder meine Tochter oder... am besten beides. Frau und... Was ist hier? Huh? Bin ich in Hell? Bin ich in der Hölle? Ja. Oh. Ja, möglich. Hoffen wir mal, dass wir da durchkommen. Okay, ich glaube, das Gas haben wir abgedreht. Wenn es denn das Gas war. Infra lässt grüßen. Okay, es saved. Der Hausmeister war eigentlich schon dran, aber da der seinen Job nicht gut macht, musste hier natürlich der beste Hausmeister der Welt dran. Moi. Okay, da hinten Feuer, hier Wasser, das ist einfach... Ja, Ausgang. Are you fucking kidding me? Locked. Finde einen Schlüssel für den Ausgang. Alter. Noch 3 Schuss. Das heißt, wir können maximal einen Gegner besiegen. Kurz zurück. Es wäre wirklich, wirklich nett, wenn wir noch ein paar Kugeln finden würden. Locked, okay. Alter. Schatzi, wo auch immer du bist, bleib wo du bist. Bis du bessere Laune hast. Ich mag dieses Krankenhaus nicht. Da steht er. Und wir haben nur noch 3 Schuss. Vielleicht sieht er uns ja nicht. Vielleicht können wir in die Hocke gehen. Vielleicht können wir uns wegschleichen. Okay. Ist so ein Schleicher, so einer, der quasi auf... Geräusche reagiert. Wir haben 2 Schuss bekommen. Das ist gut soweit. Ich
können wir uns davon stehlen? Nein, können wir nicht. Okay. Oh, die Kämpfe, die sind echt nichts für mich. Nichts für mich. Okay, kommen wir nicht rein. Keine Munition. Einziger Weg. Das ist wieder was für mich. Oh. Schlüssel. Vielleicht für den Ausgang. Wo war denn die andere verschlossene Tür nochmal? Auf der Seite? Irgendwo hier? Wo war die verschlossene Tür nochmal? Ne, hier war sie, glaube ich, nicht. Wahrscheinlich müssen wir wieder zurückgehen. Ja, speicher ruhig. Warte mal. Wo sind wir denn hergekommen? Hier rechts. Ich meine, hier wäre noch irgendwo eine gewesen. Vielleicht. Ah ja, hier. Okay, so kommen wir wieder raus. So kommen wir raus. Oh, das Brummen. Oh, nee. Ich weiß nicht, ob man es auf der Aufnahme hört. Die Dosen machen mir schon fast keine Angst mehr hier. Wie tief wollen wir eigentlich noch in dieses Krankenhaus? Ich meine, es wird immer hier Dings. Okay, da können wir raus. Diagnose, Herr Doktor. Ich glaube, der Patient ist tot. What the fuck wird denn hier gemacht, Alter? Nicht weiter. Ist interessant. Die Tür ist einfach nur eine Schwenktür. Normalerweise muss man die Türen immer aufmachen, aber das ist irgendwie so eine Schwenktür gewesen. Ja, ist auch schön, dass hier so ein paar Propangasflaschen stehen. Hier sieht es doch wieder ein bisschen netter aus. Okay. If you're reading these words, then I'm already gone. I lost to the disease, and apparently we weren't meant to meet again before my death. Was that an accident, or was it your choice, your punishment for me? Well, this is where you probably expect me to apologize and beg your forgiveness. You couldn't be more wrong. You and your mother were always so pathetic, incompetent. I always felt you held me back. You sucked all the energy out of me. I tried to love you, Matthew, really, as God is my witness, but I couldn't. You were a burden to me, a ball and chain I couldn't get rid of. The same for your fucking mother. She always, always had to get her 2 cents in. She just wouldn't shut up. I'll tell you honestly, Matt, once I realized you really weren't coming, that was the first time I was ever proud of you. For the first time, instead of being the weakling you've always been, you acted like a real man. So, here's the thing. Do you know why I wanted you to come? Obviously not so I could see your shit wife and stupid kid. I needed a donor, Matthew. And Spender. I hope you'd be the reliable pussy that lets others push him around, as always. That's all I wanted from you. For you to give me a piece of yourself in exchange for some of those sweet lies you always wanted to hear from me. Maybe someone will make a man out of you yet. Well, at least I won't have to deal with it anymore. Goodbye, Matt. Father. Toller Vater. Ganz toller Vater. Donor, genau. Es war weiter vorne im Spiel. Spender. Ein Spender. Anscheinend wollte er, dass ich komme,
weil ich ihm irgendwas spenden sollte. Keine Ahnung, eine Niere, eine Leber, was auch immer. Ich drehe jetzt erstmal am Rad hier. Ich drehe vollkommen am Rad. Was auch immer. Aber anscheinend ist er tot. Ist im Krankenhaus gestorben. Krankenhaus, wo wir unsere Shitty-Tochter und unser Stupid Wife suchen sollen. Exit. Gehen wir Exit oder gehen wir da? Gehen wir mal hier lang.